Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Irgendwie merkwürdig. Jedenfalls, wir sind immer noch hier im Tempel des Donners, wo wir Volt suchen, um einen Pakt mit ihm zu schließen. Und ja, wir sind ein bisschen weit gekommen, haben einige Sachen hier schon erledigt. Wir haben jetzt gelbe Blitze. Booms. Sehr schön. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich bin jetzt hier nur mal wegen dem Speicherpunkt zurückgegangen und ja, weiter geht's. Ist ja auch eine Tür? Nee, okay. So, da ist was Gelbes. So, wir haben jetzt gelbe Blitze. Wir können das erledigen. Bams, gelber Blitz, gelber Blitz. Ich stelle mir irgendwie so vor, wie Minato aus Naruto einfach so hier vorbeikommt, die Klötze da kaputt haut. Sehr schön. Diese eine riesige Maschine da, mit der musste man ja auch was in Sachen gelbe Blöcke machen. Das können wir jetzt auch machen. Oh, ich hätte vielleicht, ich Idiot, ich hätte vielleicht im mittleren Raum. Da muss ja so ein Stapel kaputt gemacht werden, den hätte ich vielleicht auch noch aktivieren sollen, egal. Gucken wir erstmal weiter. So, mach hin. Nein! Okay. Nein. So. Sanava. Ma. Okay, ich wollte sowieso wieder nach unten. Aua. Er klingt da voll schmerzhaft, ey. So, dann wieder hier hoch und erstmal Ding da erledigen, ausknocken, kaputt schlagen, vermöbeln und was weiß ich, was euch noch einfällt. Vielleicht kommen wir ja schon in diesem Part zu Volt. Mal gucken. Okay. Mein Gott. Eruption. Jetzt ruhig auf die anderen Beine ziehen können. Aua, oh Gott. Presser. Ich vermisse es irgendwie, dass nicht. Oh Gott. Aha. Oh. Ich vermisse es irgendwie, dass irgendwie, keine Ahnung, nicht alle Charaktere irgendwie Angriffe können, die auch ein bisschen heilen. Ein Tales of Xillia zum Beispiel, da konnte ja jeder irgendwie okay, irgendjemand da. Du. Ich verrecke hier noch wegen dem. Irgendwie vermisse ich es, dass hier nicht jeder irgendwie so eine Art Heilangriff kann. Mach mal die kaputt, bevor wir China wieder beleben. Nein. So. Und jetzt kannst du wieder kommen. Komisch, ich kann irgendwie nicht diesen, wenn ich diesen Angriff. Diesen Angriff kann ich irgendwie nicht diesen Level 2 Angriff drauf folgen lassen. Das finde ich irgendwie komisch. Hatte ich da glaube ich schon mal, ne? Ich konnte irgendwie nicht Demon Fang. Ich konnte irgendwie nicht Doppel Demon Fang nach einem Demon Fang irgendwie folgen lassen. Hat man auf der rechten Treppe auch noch irgendwie was? Ich glaube nicht, ne? So, dann. Da ist das rote Dingen wieder. Wie bei den ganzen Weg da hoch. So. Langsam, langsam. Ich möchte, dass ihr schon wieder alle hört, wie ich mit meinen Controller kämpfe. So, wunderbar. Jetzt muss ich, nehme ich mal an, irgendwie mal mit der Maschine machen, ne? Ich mache die mal alle kaputt. Wo ist, klingt das nach einem Plan? Ja, ne? Ich glaube, das ist nicht richtig, aber egal. Geh weg. Ich bin verwundbar, während ich Zeugs mache. Sieht irgendwie aus wie so dieses eine Ding, wo man so eine Kugel irgendwie um
einschmeißen muss und dann irgendwie gucken muss, wie die hier runterläuft. Genauso wird das auch sein, ich weiß es. Ich mache aber erstmal alle kaputt. Ich mache gerne Zeugs kaputt, besonders mit bisher. Verdammter Dreck! Ja, diesmal nicht so ein Magier-Piech, sehr schön. Na. Was, Edo? Aber wir scheinen jetzt nicht mehr so schnell im Eimer zu gehen, oder? Na, kannst du es wagen? Und ich habe keine TP mehr, Mann. Ich will aber nicht besser ja auswechseln. Ich kann mal Dingens China hier steuern. Purpurquarz, okay. Blödes Dings heilen sich auch nicht hier ihre TP, wenn ich sie auswechsel. Das ist ein bisschen blöd. So, China. Du musst ja hier was machen, deswegen nehmen wir mal dich. So, jetzt haben wir das hier und sind immer noch nicht weiter. Weil oben nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hier alles hingeführt hat. Ich glaube, es war noch klar, da waren auch so gelbe Dinger, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Bams. Verdammt. Bams, okay. Dein Freund auch. So, hey. How am I supposed to get there? Warte mal, da irgendwie. Wie komme ich da hin? Irgendwie nach unten? Nee. Maps. Ah! Ich würde schon gerne irgendwie was erreichen hier. Aber irgendwie sieht es jetzt nicht so aus, als würde ich irgendwas erreichen. Was? Nein. Ich bin doch gerade da gelaufen. Wow. War nicht schon wieder. So kurz vorm Ausgang, ne? Ja, direkt vorm Ausgang. So, und nun? Sind die Dinger jetzt wieder da? Okay. Jetzt hier machen. Konnte ich da nach rechts gehen eigentlich? Ach, von wo bin ich wieder gekommen? Ich weiß es wieder nicht. Okay, hier ist nichts mehr. Von da bin ich gekommen, ne? Ich weiß, ich weiß. Was? Nein. Na, oh. Ist auch nix. Lass mich mal runter, bitte. Ich gehe mal die rechte Treppe lang. Au. Ja, da unten kann ich da hin. Was ist eigentlich hier? Gar nichts. Dann gehe ich mal die Treppe rechts entlang. Da muss es doch irgendwie was geben. Warte mal. Ne, okay, wollte schon sagen. So. So kann ich damit nicht. Ich meine, in Super Mario geht das auch. Nur mit Feuer. Was? Wie konnte ich denn da jetzt schon wieder fehltreten? Ah, sehr schön. Aha. Bringe er mich nach unten. Auf die Stelle. Die Charaktere, die hast du mich wahrscheinlich schon, weil ich das mit denen die ganze Zeit mache. Aber egal. So viel, das bleibt geheim. Ja. So.
Zoom. Sehr schön. Ah, okay. Mal, muss ich noch mal da hoch, ne? Warte mal, hä? Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Immer hier durchzulaufen ist ein bisschen nervig, finde ich. Aber naja, muss da sein. Nein! So, wow, da war knapp. So! Wie komme ich jetzt da hin? Ja doch, da ist doch der einzige Weg. Ja, halt, warte. Ja, es hat doch gewesen, glaube ich. Kann ich jetzt irgendwie hier runterspringen oder was? Was? Hä? Okay, nein. Boah. Okay, was? Muss ich irgendwie das Ding abschalten, wenn das andere Ding anvisiert wird, und dann kommt alles zusammen. Bams. Nein, boah. Ich muss ja irgendwann passiert es mal irgendwann. So, jetzt muss ich doch hoffentlich an diesen einen Apparat landen, ne? Den ich dann ausschalten kann und gehen auf den Weg. Ha. Aber der Apparat ist durch den Blitzeinschlag in Betrieb gesetzt worden. Ich frage mich, wozu das denn gut ist. Das werden wir gleich sehen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh nein, so ein... Verdammt, ich schon wieder. Und zack. Und zack. Ist jetzt noch keine Uniso-Attacke. Jetzt weiß ich zwar, wie es geht, aber ich habe es trotzdem irgendwie noch nicht drauf. Ich kann nur nicht notieren, welche Attacken ich hier schon alle benutzt habe, welche nicht. So lächerlich. Mein Gott. Riegel, mach du ihn mal fertig. Du kannst in der Luft kämpfen, glaube ich. Mach ich überhaupt Schaden an ihm? Sag mir nicht, ich habe irgendwie... Boah. Ja, ich mache gar keinen Schaden gegen ihn, ne? Erstmal Schaden. Ich mir doch diese Katzenkarte kaufen sollen. Oh mein Gott, Zellos. Mein Gott, wie schnell verlierst du in AP? Oh Mann. Weiß ich nicht. Boah, ich muss so niesen. Okay, Abwehr. Kommen wir ja immer so großen Maßen. So, ich will runter, bitte. Nein, ich schon wieder da runter. Out. Bastard. Okay. Jetzt haben wir eine Ding schon mal aktiviert. Wir sind schon ein bisschen weiter gekommen, glaube ich. Geh weg. Apparat ist noch immer in Betrieb. Das ist schön zu wissen. Nur was mache er? Mir schon wieder dabei.
ist mir schon ein bisschen zu nervig hier mit den Dingen hier. Na. Oh. Vor allem, wenn ich jetzt halt ein Gerät nicht bedienen kann, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. So. Ja, war das, ne? So, das Ding sieht eingeschaltet aus. Hey, die Maschine ist in Betrieb. Sie ist wahrscheinlich mit der Maschine verbunden, die durch den Blitzeinschlag in Betrieb gesetzt worden ist. Komm schon, lass es uns versuchen. Lass uns was versuchen? Einen Blick nach oben werfen. Okay. Na mal los. Okay. Ah! Willst du mich verarschen? Was zum Teufel? Ein Snuppel-Sayer-Schaden bekommen? Was? Okay. Ich nehme an, ich muss die Mitte treffen, ne? Oder was? Hm, oh Gott, denken. So spät am Abend. Jetzt geht's so da hoch. So. Das muss hier alles kaputt machen, ne? Damit das nicht rüber geht. Oder? Da sind noch zwei. So. Der geht jetzt von hier so nach oben, dann so, okay. Dann kommt der da in die Mitte, ob da jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Was kann schon Schlimmes passieren, außer hat man schon wieder einen Stromschlag abbekommen. Sehr schön. Ein Blick nach oben werfen. Gibt es da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Egal. So, dann gehen wir mal hier runter. Was haben wir gewonnen? Sieht verdächtig aus. Ja, wir haben es geschafft. Das ist schon mal gut. Hier runter. So, jetzt kommen wir zum roten Ding, ne? Der rote Blitz. Da kann ich schon wieder an der gleichen Stelle Schnitt machen. Mann. Warum auch nicht? Okay. Ah, ich versuche gerade zu überlegen. Rote Dinger waren ja jetzt nicht so viele hier am Rumliegen. Ach ja. Nur ganz am Anfang der Dingen, ne? Lass mich bitte hier runter. Und dieser eine Weg. Weil diese gelben Blöcke da blockiert haben. Wir können jetzt auch eigentlich das Siegel schon brechen, aber nein. Vielleicht gucke ich noch mal so über Aufnahmen. Ich dachte, du willst weiterlaufen. Mann, eigentlich du schon wieder. Aua. Hör auf die Zahnbahn, Mann. Kraftschub, jawohl.
Alter, wie kann ich jetzt Dinge einsetzen? Fuck. Summon Water. Und zack. Und den. Was hatte ich jetzt hier? Power Seal, ne? Ja. Sehr schön. So, hier waren die gelben Dinger, ne? Deswegen jetzt hier hin. Nein. Ich wollte Kreis drücken, oder? Ja, okay. Einen Moment lang habe ich so gedacht, muss ich Viereck drücken oder Kreis? Wow, 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 wow. Nein. So. Perfekt. Und super schieben. Okay, das klingt wieder was für real. Ja. Oh, Maschine. Tut auch mit deinen Füßen zu treten. Ich wollte jetzt sagen, er tut auch mit seinen Füßen zuzuschlagen. Ich schlag mit meinen Füßen. Hast du ein Problem damit? So, und ich nehme mal an, wenn wir jetzt Dingens da oben das Ding entfernen, dann kommt Volt, ne? Wer ist das Rote? Au, 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 au. So, jetzt nicht nötig. Erfahrungsgeber, jawohl, ich wüsste doch, irgendwo ist noch eine bestimmt. So, dann gehen wir mal ein Rain. Ah, die Blitze! Mit die Zeit für einen Spruch. Benötigte Zeit, ja. Die Ewigkeit bringt es nicht. Ich sollte mir vielleicht die anderen auch mal angucken. Macht plus. Warum ist Kombo plus ein Technik-Dingen? So. Warte mal, da ist ein Speicherpunkt, der ist bei einem frei. Vor allem dann drei Parts immer an der gleichen Stelle begonnen, das wäre ein bisschen blöd. So. Weiß nicht, soll ich mich hier schon mal ein bisschen heilen? Ja, ne? Und tun wir mal schon mal unsere Truppe zusammenstellen, weil ich rieche so was von einem Kampf. So, ihr beiden kommt. Leute, du kommst auch mal hier rein. Ja. Was so. China, du kommst auch noch. Orangen-Dingen, du auch. Da kommt mal ganz voll lieber. So. Ich sagen, den Dingens. Den Bosskampf gegen Volt, der bestimmt kommen wird, machen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.